So, dann mal herzlich willkommen zum Live-Webinar von Gym Street hier auf Deutsch. Ist das jetzt zweite? Müsste schon das dritte sein dieses Jahr. Wow, also wirklich die Tage verfliegen nur so. Kaum sind wir ins neue Jahr 2023 gestartet. Ja, haben wir auch schon das dritte Live-Webinar. Und wie ihr hier sehen könnt, womit ich direkt starten möchte, wir haben am Anfang des Jahres sofort damit begonnen, hier mit unserer Neujahrs-Promotion. Ja, wo wir bis zu 25% extra Rabatt geben, zusätzlich zu dem Rabatt, den du ja sowieso schon bekommst, auf all unsere Bundles bei Gym Street, kriegst du nochmal bis zu 25% obendrauf. Im Fall unseres Super Bundle R22 ist das komplett 60% Rabatt auf den regulären Preis. Und ja, aufgrund der hohen Nachfrage und des enormen Erfolges, den wir hier dank der New Year Promotion schon zu verzeichnen hatten bisher, haben wir uns auch dazu entschlossen, die nochmal zu verlängern. Und zwar jetzt bis zum 6. Februar habt ihr weiterhin die Chance, bis zu 25% extra Rabatt auf alle Bundles hier zu bekommen. Und später werden wir auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail darauf eingehen, was das genau bedeutet. Allerdings wollen wir heute uns gleich am Anfang mehr auf die allgemeine Infopräsentation fokussieren, ja, einfach aus Rücksicht auf diejenigen unter euch, die heute komplett neu dabei sind, damit ihr auch besser einen Bezug herstellen könnt, ja, zu unserer Promotion und was das genau bedeutet und warum hier Bundles und so weiter und so fort. Aber bevor wir starten, hier nochmal der Hinweis auf unsere Live-Events, ja, einfach als grundsätzliche Information. Es ist sicherlich interessant für euch zu wissen, wir veranstalten regelmäßig. Ja, letztes Jahr haben wir bereits damit begonnen. Wir waren zweimal in Dubai, wir haben eine Asientour gemacht, waren in Korea, in Japan und davor auch schon in Vietnam. Ja, also wir sind hier schon ganz gut unterwegs. Aktuell ist unser Team jetzt vor Ort in Dubai, ja, wo ihr die Möglichkeit habt, sie persönlich zu treffen, in unseren Büroräumen dort persönlich ins Gespräch zu gehen. Das ist mehr so ein Business-Leader-Meeting im Grunde, ja, wo es jetzt nicht darum geht, hier eine Live-Veranstaltung zu machen mit uns vorne auf der Bühne, sondern wirklich im kleineren Kreis, ja, treffen wir dort potenzielle neue Geschäftspartner, einfach um auch das Geschäft weiter auszubauen. Aber unabhängig davon, für diejenigen von euch, die vielleicht jemanden kennen, der gerade vor Ort ist in Dubai oder ihr seid es möglicherweise selber oder habt zufällig noch die Woche vor, dorthin zu fliegen, könnt ihr auch die Gelegenheit nutzen, kontaktiert uns einfach und dann finden wir sicherlich eine Möglichkeit, dass ihr uns auch einmal dort im Büro besuchen könnt. Danny Markov hier, der CEO von ImmersiveX, von unserer Visual Effects Company, ist auch vor Ort mit dabei. Ihr seht ihn hier schon mit der VR-Brille, ja, und er nehmt euch damit an die Hand und zeigt euch auch mal live unser Metaverse, dass man es mal selber direkt auch für sich schon sehen und erleben kann. Und direkt im Anschluss daran fliegen die Kollegen rüber nach Europa, nach Zürich in der Schweiz. Und zwar kommendes Wochenende, am kommenden Sonntag, den 22. Januar, habt ihr jetzt auch noch die Möglichkeit, uns hier vor Ort in Europa, in der Schweiz, in Zürich zu treffen. Ihr seht es hier. Die Veranstaltung findet statt im Zürich Marriott Hotel. Hier steht auch die Adresse mit drauf, aber wir teilen das auch regelmäßig. Heute Vormittag war, glaube ich, das letzte Mal, ja, wo unser automatisierter Post euch daran erinnert hat, dass wir hier live zu treffen sind in Zürich. Und das ist natürlich speziell für euch interessant. Ich weiß, wir haben einige Schweizer auch jetzt hier heute mit dabei. Und wenn Zürich nicht allzu weit entfernt ist für euch oder vielleicht ist es auch eine nette Gelegenheit, ein Wochenende dort einzuplanen spontan, kommt dorthin, ja, und trefft uns live vor Ort in Zürich. Aber jetzt würde ich sagen, lasst uns direkt einsteigen und zwar in unsere Infopräsentation, ja, für diejenigen, die jetzt komplett neu sind, um euch einfach mal zu vermitteln, wer sind wir und was machen wir hier. Und hier siehst du schon unsere Tagline, also praktisch unser Leitspruch ist der einfachste Weg, Finanzen zu erleben. Und du wirst jetzt im Laufe des Vortrags auch noch verstehen, was genau wir damit meinen, ja, Finanzen erleben. Aber vorweg möchten wir gerne mal ein bisschen, ich sage immer ganz gerne, angeben, ja, in dem Sinne, dass wir einfach mal hier zum Besten geben, welche Unternehmen und Partnerschaften haben wir denn bereits bei uns im Gym Street Metaverse, ja, einmal angefangen bei Gym Network, unserer eigenen DeFi-Plattform. DeFi ist die Kurzform für Decentralized Finance, auf Deutsch dezentral. Zentrale Finanzen. Und wenn du dich darüber einfach mal nach dem Vortrag oder
später noch ein bisschen näher informieren möchtest. Hier hast du auch die Möglichkeit, bei uns plattformintern auch DeFi-Produkte zu nutzen. Das läuft über unser Unternehmen Jim Network. Und im Zusammenhang damit haben wir eine Partnerschaft mit Alpaca Finance. Bei uns läuft ja alles auf der Blockchain. Das ist übrigens die BNB Smart Chain. Und auf der BNB Smart Chain ist Alpaca Finance die größte Yield-Farming- und Lending-Plattform. Ohne jetzt tiefer ins Detail darauf einzugehen, was das genau bedeutet. Kurzum, man kann hier Kryptowährungen einzahlen und darauf Zinsen verdienen. Ja, das ist auch das, was wir machen. Das ist eigentlich das, worum es bei DeFi geht. Na, und wir arbeiten hier eng mit Alpaca Finance zusammen, um Jim Network zu realisieren. Dann Immerse FX haben wir eben schon kurz erwähnt, ja, als ich von dem Danny Markov gesprochen habe. Dem CEO, unsere hauseigene Metaverse-Company, werden wir gleich auch noch mehr im Detail darüber erfahren. FinStreet ist unser exklusiver Partner, der in Indien über JimStreet berichtet, und zwar ist das Indiens erste Krypto-Schulungsplattform. Ja, und wir sind dort exklusiver Partner, um im indischen Raum den Leuten über JimStreet zu berichten. Dann war L-Bank schon sehr früh dabei, eine Top 20 zentrale Börse, muss man jetzt hier explizit dazu sagen, wo wir auch gelistet sind mit unserem Token. Und demgegenüber ist PancakeSwap, das ist die größte dezentrale Börse auf der BNB Smart Chain. Und du hast sowohl bei L-Bank als auch bei PancakeSwap die Möglichkeit, hier unseren Gymnet-Token, den du, wie du später noch erfahren wirst, als Belohnungen verdienen kannst, wenn du unsere Miner-Produkte nutzt, kannst du hier auf diesen Plattformen handeln. Mercurio ist einer der am weitesten verbreitetsten Payment Providers, wie nennt man, Zahlungsdienstleister im Kryptoraum, zum Beispiel Binance, die größte Börse weltweit, arbeitet auch mit Mercurio zusammen, um euch die Kreditkartenzahlungen dort zu ermöglichen. Ja, das ist also, die stellen diese Schnittstelle her, und die werden wir auch genau für denselben Zweck bald hier mit einsetzen bei uns. IvanPay ist ein innovativer Zahldienstleister, durch den es möglich ist, ja, dass man mit unserem Gymnet-Token zum Beispiel in Dubai so Verkaufsautomaten, kannst du dort Produkte erwerben oder auch in Restaurants bezahlen. Und sie sind auch schon dabei. Es ist noch ein Startup, muss man dazu sagen, aber sie sind fleißig dabei, ihr Netzwerk auf- und auszubauen, dass man auch bald unserem Token zum Beispiel im Hotel bezahlen können wird. So, als nächstes haben wir PackShield und Certiq. Das sind Auditierungsunternehmen, aber die schauen wir uns ein paar Folien später auch nochmal einen Tick genauer an. Dann noch erwähnenswert, wir sind kürzlich erst noch zusätzlich neu gelistet worden auf einer weiteren zentralen Börse, in dem Fall XT. Und zwar ist es eine sehr weit verbreitete oder hochfrequentierte Derivate-Börse. Ja? Wenn du zum Beispiel auf CoinMicroCap schaust, du hast die Spot-Börsen, ja, und dann Derivate-Börsen. Und Derivate ist einfach, wo man diesen Futures-Handel, ja, also Hebelhandel machen kann. Und da ist XT recht beliebt und hat dort eine hohe Nutzerzahl. Und wenn wir halt dort auch gelistet sind auf solchen Handelsplätzen, ja, das erhöht dann auch nochmal den Bekanntheitsgrad für unseren Token, aber natürlich auch in dem Zusammenhang für unser Projekt. So, weiterhin findest du uns auf diversen Preis- und DeFi-Tracking-Seiten, allen voran hier CoinMarketCap, CoinGecko, die größten und wichtigsten eigentlich. Es ist also wirklich ein Muss, hier gelistet zu sein. Dort kannst du auch unseren Token verfolgen, werden wir auch im Laufe des Vortrags uns nochmal gemeinsam anschauen. Und hier sind diverse DeFi-Tracking-Sites, wo wir auch gelistet sind. Ja, die App Radar ist so ziemlich die bekannteste, aber auch hier BNB Chains, DApp Bay, BNB Project, und immer mal wieder posten wir auch darüber, ja, auch unter anderem, um euch daran zu erinnern, dass ihr hier ein Review für uns hinterlassen könnt. Wenn ihr das gerne tun wollt, um uns zu unterstützen, sind wir definitiv sehr dankbar dafür. So, weiter geht's mit unserer eigenen hauseigenen Entwicklungsteam. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf, dass wir hier nicht mit Freelancern zusammenarbeiten, ja, die wir irgendwie hier anheuern, dass sie unsere Smart Contracts programmieren und wenn sie fertig sind, sind sie wieder weg beim nächsten Projekt, sondern wir haben wirklich unser komplett eigenes Team fest angestellt bei uns. Und wir hatten ja gerade schon die Auditierungsunternehmen angesprochen, was einen Sicherheitsaspekt für euch darstellt. Ein hauseigenes Entwicklerteam ist natürlich ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt für euch. Einfach, dass ihr wisst, alles klar, die haben ihre eigenen Leute, die sind fest eingestellt und die haben auch einen engeren Bezug zu dem Projekt. Ja, die sind gerne dabei und die haben Spaß dran, hier mit uns gemeinsam zu wachsen, weil sie eben sehr nah dran sind und natürlich dann auch dementsprechend, ja, das so ein bisschen als ihr eigenes Baby sehen, an dem sie hier Tag für Tag daran mitarbeiten, den ersten Finanzdistrikt im Metaverse zu erschaffen. Und wenn du das Entwicklerteam gerne ein bisschen näher kennenlernen möchtest, du gehst einfach auf unseren YouTube-Kanal,
Dort kannst du dir hier dieses Video davon anschauen. Ich würde es hier einmal kurz so die erste Minute abspielen, aber dann springen wir auch weiter zur nächsten Folie. Every great project starts as an act of creation, and every creation begins with a team powerful enough to make the vision a reality. At Jim Street, we start with project initiation all through planning, execution, and delivering results. The dedicated futurist view, Nuxt, Web3 developers, idea-driven, and passionate Solidity engineers have created the perfect workout routine for tokens. We take pride in our outstanding engineering team and work culture that drive forward-thinking solutions. We got this covered with our over 70-person IT division. Ja, also, wenn ich weiter drücke, dann fängt ja mal das Video an, von vorne an zu spielen. Ihr seht schon, also wir haben auch hier wirklich, legen großen Wert drauf, auch qualitativ hochwertiges Videomaterial für euch herzustellen und zu teilen. Und hier, was ich nochmal erwähnen möchte, ja, ihr habt schon gehört, Certiq und PackShield, die beiden Auditierungsunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wobei jetzt PackShield hier ein bisschen die Nase vorn hat. Also alle unsere Smart Contracts, du musst dir vorstellen, unsere Plattform ist Blockchain-basiert und alles wird durch diese intelligenten Verträge, ja, Smart Contracts, vollautomatisiert gesteuert. Und diese Smart Contracts, bevor wir sie live schalten, lassen wir immer noch mal extern überprüfen. Ja? Und das machen hier Certiq und PackShield, bevor wir sie dann live schalten, dass du die dann auch benutzen kannst. Ja? Das ist einfach nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, um eben sicherzustellen, dass hier nicht versehentlich irgendwelche Sicherheitslücken übersehen wurden. Denn klar, als Programmierer, du bist dann so tief drin, hast irgendwann den Tunnelblick und da kann es dann doch schon mal vorkommen, dass man hier oder da was übersieht. Deswegen ist es sehr wichtig, hier immer noch mal jemanden Externes mit draufschauen zu lassen. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt und das ist etwas, wo wir ganz, ganz besonders stolz darauf sind. Denn es geht ja hier bei uns darum, ein Metaverse zu erschaffen. Und wir haben unser hauseigenes Metaverse-Unternehmen tatsächlich, ja, an dem wir hier entsprechend beteiligt sind und die exklusiv auch für uns. Alles, was den visuellen Teil angeht, wird hier von Immerse FX erschaffen, ja, kreiert für uns. Wenn du dich jetzt fragst, ja, warum, du sprichst hier was von Blockchain und Metaverse, was hat denn das jetzt hier mit Filmen zu tun, ja, mit Kinofilmen, die man hier sieht? Nun, das ist deswegen der Fall, weil das ist ein Visual Effects Studio und die haben die visuellen Effekte unter anderem für diese Hollywood-Blockbuster, die man hier auf dieser Folie sehen kann, gemacht. Ja, also das heißt hier, die haben schon mit bekannten Schauspielern wie hier den Kevin Costner, Gerard Butler, Jason Statham, wer gerne Actionfilme mag, der kennt den bestimmt. Also ich persönlich schaue mir gerne seine Filme an. Ja, oder auch hier Samuel Jackson. Hier ist Antonio Banderas auch sehr bekannt. Die komplette Expendables-Reihe, also überall in diesen Hollywood-Blockbustern, ja, wenn irgendwelche Explosionen sind, ja, oder du siehst ihn hier an der Hauswand hängen, das hat alles Immerse FX gemacht, ja, diese Schauspieler daran unterstützt, in diesen Filmen so großartig rüberzukommen. Und dann auch nochmal unser Advisor hier, der Claudio, der war sogar persönlich vor Ort, ja, hat sie in ihren Studios dort besucht. Und da können wir uns auch mal hier die erste Hälfte oder was von dem Video anschauen. Ansonsten geh gerne auf unseren YouTube-Kanal im Anschluss und sieh dich da nochmal in Ruhe um und kannst dir dort auch die Videos logischerweise dann komplett ansehen. So Leute, ich bin genau hier jetzt vor dem Gebäude der IMFX und freue mich riesig, jetzt gleich Jordan Markov zu sehen und euch das Büro zu zeigen, was alles dran steckt. So Leute, hier frisch in Sofia angekommen und bin jetzt im Stockwerk von IMFX, unserer wundervollen Company mit dem Kopf Jordan Markov, der mit mir durch die Welt fliegt und schöne Menschen auf der ganzen Welt zeigt, wie unser Metaverse aussieht. Und zeige euch jetzt mal so das ganze Büro, wie groß das Ganze hier ist und wie viele Menschen gerade an diesem Projekt hier arbeiten. Ne? Ihr wunderschönes Logo IMFX und hier seht ihr auch schon mal die Hall of Fame. In welchen verrückten Projekten sie bewegt haben. Ich zeige euch jetzt gleich so ein bisschen die Räumlichkeiten und wie viele Leute dran arbeiten. Und später anschließend fahren wir gemeinsam zu 10 Docks. Dort ist dieses Spezialfilmstudio, wo die ganzen berühmten Schauspieler hinreisen, um dort ihre Spezialeffekte abdrehen zu lassen. Also freut euch mal auf die Tour. Ja, dann lass uns vielleicht nochmal zu der Stelle springen. Er hat es ja gerade erwähnt, dass sie noch zu 10 Dots fahren. Das ist definitiv sehr imposant.
Ja, das ist eine riesen LED-Leinwand. Junge Dame aus unserem Video, das ist die Dame, die ihr gerade in dem Büro gesehen habt. So, und jetzt, Jordan hat gesagt, wir müssen unbedingt hinten ran, wir müssen uns das mal anschauen. So, wir folgen ihm. Das sind alles Monitore. Jordan, all Monitors, right? Yes. Ja, also das ist einfach definitiv unbedingt erwähnenswert. Es ist jetzt ja nicht so, dass das ein visuelles Effektstudio bloß, weil die Hollywood-Blockbuster machen, automatisch dann auch für uns interessant sind. Aber in diesem Fall, was einfach wichtig ist, natürlich die Tatsache, dass wir es hier mit Leuten zu tun haben, die ihr Handwerk einfach mal von der Pike auf verstehen. Und wenn du dir unser Metaverse anschaust, ja, wenn du einmal selber diese VR-Brille aufhattest, und übrigens, wir hatten es ja schon erwähnt, am Sonntag hast du dazu die Möglichkeit, uns live zu besuchen in Zürich in der Schweiz und auch mal selber dort einzutauchen. Spätestens dann wirst du verstehen, ja, wie großartig es ist, mit solchen Profis hier zusammenarbeiten zu dürfen und die an unserer Seite zu haben. So, und was wir hier auf der nächsten Folie sehen können, sind einfach mal ein paar Beispiele der Gebäude, ja, unserer Partner, die uns bereits beigetreten sind hier bei Jim Street. Und zwar ist es so, dass mit jeder Geschäftspartnerschaft, die wir eingehen, bekommt unser Geschäftspartner von uns ein eigenes, exklusives, einzigartiges Gebäude erschaffen. Ja, du siehst hier Alpaca Finance, das ist hier der Vault, also für unser DeFi, für unsere DeFi-Produkte. Dann hat hier L-Bank kriegt sein eigenes Gebäude. IvanPay wird mit diesem Gebäude dort vertreten sein. FinStreet hat auch schon eins. Immersive X haben auch für sich selber ihr eigenes Gebäude kreiert. Und das Ziel wird es dann sein, dass du später dann die Möglichkeit hast, ja, sobald wir hier fertig sind mit der kompletten virtuellen Welt, kannst du dort in jedes dieser Gebäude selber hineinspazieren mittels VR-Technologie, ja, und dich dort direkt umsehen und dann eben Finanzen im Metaverse dort erleben. So, letztes Jahr waren wir auch auf der Crypto Expo in Dubai. Noch eine weitere Sache, ja, wieder, auf die wir sehr stolz sind, und zwar haben wir dort den innovativstes DeFi-Projekt in 2022 Preis erhalten. Das ist natürlich etwas, ja, was sich lohnt hervorzuheben, wie auch alles andere, das wir schon besprochen haben hier. Und da seht ihr unseren CEO, den Frank, ja, wie er stolz den Preis hochhält, kurz nachdem wir ihn dort auf der Bühne in Empfang genommen haben. Ja, das einfach mal vorab. Wie geht es jetzt hier weiter im Vortrag? Wir haben jetzt schon einiges über die Unternehmen und Partnerschaften gehört. Als nächstes wollen wir uns mal den Metaverse- und VR-Markt genauer anschauen, bevor wir dann direkt eintauchen, was es eigentlich ist, das wir tun. So, und als Einstieg in den Metaverse- und Virtual Reality-Markt fangen wir mal hier mit diesem Zitat hier an von dem Herrn Kevin O'Leary. Das ist ein sehr bekannter Unternehmer und Investor, und er ist bei Shark Tank auch mit dabei gewesen. Das ist das Äquivalent bei uns ist das Höhle der Löwen. Ja, wo Unternehmen sich vorstellen können und Investitionskapital erhalten können, wenn die Investoren ja davon überzeugt sind. Das heißt, er hat also einen guten Riecher dafür, wo profitable Trends sich etablieren. Ja, wann lohnt es sich irgendwo frühzeitig einzusteigen in der Annahme, dass es sich langfristig also um ein 10- oder 100-faches vervielfältigen wird, ja, die Investition dort. Und er hat gesagt, dass NFTs, wir werden gleich noch lernen, warum NFTs werden größer als Bitcoin, da sie in der Lage sind, Eigentumsverhältnisse zu erfassen. Das ist ganz wichtig, Eigentumsverhältnisse. Aber jetzt seine Aussage, NFTs größer als Bitcoin, einfach um das nochmal in Relation zu bringen, haben wir hier den Bitcoin-Chart daneben auf diese Folie mit draufgepackt. Und jemand, der ja in weiser Voraussicht, ja, vielleicht schon auch nur ansatzweise erahnen konnte, wo die Reise einmal hingehen würde mit Bitcoin und dabei 8 Cent eingestiegen ist und dann auch noch die Geduld hatte und die stählernen Nerven, das Ganze 10 Jahre durchzuhalten, der kann sich mal locker über 86 Millionen Prozent Wachstum freuen. 86 Millionen Prozent ist es also kaum zu fassen. Und jetzt kommt der Typ hier und sagt auch noch, NFTs werden größer als Bitcoin. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, werden wir nochmal 86 Millionen Prozent Wachstum sehen. Und NFTs ist ja auch ein übergeordneter Begriff, ja, für eine bestimmte Technologie, die auch über Blockchains eben abgebildet wird. Aber einfach wichtig zu wissen, ja,
im Kontext zum Bitcoin, hier haben wir den nächsten großen Trend. Und selbst wenn wir uns vielleicht schon hier befinden sollten, ja, auf jeden Fall, da geht definitiv noch einiges. Und er ist bei weitem auch nicht der Einzige, ja, der im Metaverse und NFTs und Metaverse, wie das zusammenhängt, erfahren wir gleich noch genauer. Aber zum Thema Metaverse gibt es auch Investmentbanken, wie unter anderem Morgan Stanley, ist nur ein Beispiel. Wenn du mal bei Google eingibst, ja, Investmentbanken Metaverse, wirst du mehrere Beispiele finden, die dort also Trillion, das ist ja Milliarden, Billiarden Märkte voraussagen. Und in diesem Beispiel, was wir hier rausgesucht haben, geht es sogar nur um den chinesischen Markt alleine, wo sie einen 8 Billiarden Wachstumsmarkt dort sehen. Ein weiteres Beispiel ist ehemals Facebook, ja mittlerweile umbenannt in Meta, ja, die damit ja auch schon ganz klar zeigen, wo für sie die Reise hingeht, investieren 10 Milliarden Dollar Firmenkapital in die Entwicklung ihres Metaverse. Und wenn man jetzt hier mal auf der nächsten Folie schaut, lass einfach mal kurz den Blick drüber schweifen, bin ich mir sicher, werdet ihr einige Firmenlogos wiedererkennen, ja, die auch schon hier mit dabei sind. Also es hat bereits begonnen, die Big Player sind alle schon dabei. Und jetzt kommen, ups, was habe ich jetzt gemacht hier, Sekunde mal, falsche Taste gedrückt. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, NFTs größer als Bitcoin, was hat das Ganze jetzt hier, wie hängt das Ganze miteinander zusammen? Und zwar Metaverse Land auf dieser Folie. Die Basis, das Fundament in jedem Metaverse ist das virtuelle Land. Und dieses virtuelle Land kommt in Form von NFTs daher, kann man so sagen. Also wir hatten es ja erwähnt, lass uns mal kurz zurückspringen hier, Kevin O'Leary, die NFTs sind in der Lage, Eigentumsverhältnisse zu erfassen. Und genau das ist es, worum es hier geht. NFTs ist wie so ein einzigartiger digitaler Gegenstand, ja. Und aufgrund dieser Einzigartigkeit hat es dann eben einen gewissen Wert. Und jedes Stück Land, das du erwerben kannst, bei uns im Metaverse, wie auch in jedem anderen, ist eben ein NFT. Und das speicherst du bei dir in deiner Wallet. Ja, und in dem Moment hast du Eigentumsverhältnisse geschaffen. Ja, es mag vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwer sein, sich vorzustellen, aber es ist genauso, wie wenn du ein Grundstück kaufst, lässt es eintragen beim Grundbuchamt, ja, nur dass hier alles komplett virtuell passiert. Du kaufst das NFT, ja, claimst es in dein Wallet und in dem Moment gehört es dir. Es ist deine Wallet, es liegt dort drin und es ist ein NFT, Non-Fungible Token, also ein einzigartiger digitaler Gegenstand, der ist unveränderbar und dadurch, dass du ihn bei dir gespeichert hast, hast du automatisch in dem Moment die Eigentumsverhältnisse dafür geschaffen. So, und diese NFTs, beziehungsweise das Land, eben in Form von NFTs, bilden die Grundlage für jedes Metaverse. Und jetzt sehen wir hier mal auf der linken Seite einfach nur so ein paar Beispiele, wofür Land bereits genutzt wird in verschiedenen Metaversen. Versen wäre, glaube ich, die Mehrzahl. Hier zum Beispiel in Decentraland, eins der bekanntesten, ja, ist, gibt es ein Casino. Da kannst du hingehen, Roulette spielen, ja. Auch, ich glaube, in dem Moment noch nicht VR, auch noch ein wichtiger Punkt, ja. Die machen das Ganze noch über Browser, aber eben auch schon Blockchain-basiert, Metaverse und so weiter, haben Leute hier ihr Land dafür genutzt, um sich dort ein Casino zu bauen. Hier Philip Plain, also ein Fashion-Label, nutzt das Metaverse, um dort seine neuen Produkte zu präsentieren. Snoop Dogg, kennen sicherlich auch viele von euch, wie man jetzt die Musik mag oder nicht, ist jetzt mal irrelevant, ja, aber der nutzt das Metaverse, um dort Konzerte zu geben, hat er bereits gemacht, ja, also es ist nicht eine Zukunftsmusik in dem Fall, ja, sondern es passiert bereits heute. Binance, die weltweit größte Kryptobörse, ist auch bereits vertreten in The Sandbox, wie man hier an dem Beispiel sehen kann, und sie haben sich dort wirklich große Landstücke bereits gesichert. Ja? Also hier sieht man schon ganz klar den Trend. Und wenn wir jetzt mal weitergehen auf die nächste Folie, auch kann man hier dran erkennen, dass es nichts ist, dass wir uns ausdenken, sondern es hat bereits Deals gegeben, ja, wo Firmen oder auch Personen hier Millionen bezahlt haben, um virtuelles Land im Metaverse zu erwerben. Und das machen die mit Sicherheit nicht, weil sie denken, oh cool, ich gebe mal ein paar Millionen aus, mal schauen, was da passiert. Oder einfach, weil es mir Spaß macht. Ich finde das Ganze ganz witzig, will mir hier ein paar NFTs ins Wallet legen, sondern die verfolgen damit sicherlich ein weitergehendes Ziel. Ja? Die betrachten das Ganze langfristig. Ja? Selbst wenn man heute denken mag, okay, Millionen für virtuelles Land im Metaverse, weiß ich noch nicht so richtig, was damit anzufangen. Nun, diejenigen, die das heute schon machen, die sehen ganz klar den Trend. Ja, wie, lass mich nochmal ganz kurz hier zurückspringen, wie er hier. Ja, also es gibt einfach Leute, die in der Lage sind, Trends vorauszusehen, ehe sie
ihren Boom erleben. Und wir haben hier das Ganze mit der Überschrift versehen: Sind die Leute verrückt, virtuelles Land für Millionen von Dollar zu kaufen? Sicherlich ist das die erste Frage, die man sich spontan da stellt. Aber ich würde, statt die Frage zu stellen, sind diese Leute verrückt, würde ich eher die Tatsache hervorheben, dass es so ist und mir dann die Frage stellen, warum werden die das wohl machen? Ja, also welches Ziel verfolgen die damit? So, und jetzt im Zusammenhang mit Metaverse natürlich auch noch ganz wichtig ist Virtual Reality, ja, also kurz VR. Und das Nutzerwachstum in der virtuellen Realität, ja, kannst du auch gerne nochmal googeln. Wir haben die Zahlen jetzt einfach hier auf die Folien so draufgepackt, wie wir sie recherchiert haben. Aber hier kannst du sehen, dass grob jedes Jahr das Nutzerwachstum sich verdoppelt. Also 2021 waren wir bei 10 Millionen Nutzern weltweit, 2022 dann schon bei 20 Millionen. Dieses Jahr erwarten wir 50 Millionen, nächstes Jahr schon 100 Millionen. Und übrigens, nächstes Jahr werden wir dann auch vorne hier mit dabei sein. Also auch da ist ganz klar der Wachstumstrend zu erkennen. So, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es darum geht, mal zu schauen, okay, was ist es denn, das wir tun? Ja, die Wall Street kommt ins Metaverse. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einen Schluck trinken hier. Und bevor wir da tiefer einsteigen, auch noch mal eine Sache vorweg, um ein bisschen Kontext zu bilden, dass Banken auch bereits sich dem Metaverse anschließen, beziehungsweise bereits Filialen eröffnet haben. Hier hast du mehrere Beispiele, JP Morgan Bank in Decentraland schon vertreten, DBS, eine große Investmentbank aus im asiatischen Raum, in The Sandbox bereits vertreten. Hier auch eine Schweizer Bank, Sygnum, hat auch bereits ein Metaverse Hub eröffnet. Also die Banken sind auch schon dabei, hier den Fuß in die Tür zu bekommen. Und ich denke mir einfach immer, ja, wenn Banken anfangen, hier mitzuspielen, die machen das mit Sicherheit nicht ohne Grund, weil sie denken, oh, witziger Trend und wir können hier irgendwie Spielchen spielen im Metaverse, virtuelle Welten und so weiter. Was hat da eine Bank damit zu tun? Ja, auch da muss man sich mal fragen, okay, was versprechen die sich davon? Nun, mit Sicherheit Einkommen, ja, Profite generieren. Aber in unserem Fall geht es nicht darum, dass wir eine Bank im Metaverse sein wollen, sondern wir verfolgen das Ziel hier, ein gesamter oder das gesamte Finanzviertel, ein Finanzdistrikt im Metaverse zu sein. Ja, so wie ihr kennt mit Sicherheit ja die Wall Street, nicht nur den Film, sondern auch die reale Wall Street. Und in unserem Fall ist das dann eben Jim Street, abgeleitet aus unserem Brandname hier. Und wenn du dir unsere Metaverse-Insel einfach mal anschaust, ja, die Form unseres Metaverse, dann erkennst du dort auch, das ist dieselbe Form wie Manhattan Island, New York, wo eben die reale Wall Street dort dort liegt. So, und wenn wir jetzt einfach mal tiefer reinzoomen hier in unsere Metaverse Wall Street, in Jim Street, aus der Nähe betrachtet, sieht das Ganze dann so aus. Und jetzt kannst du vielleicht schon ansatzweise erkennen, was wir meinen mit Finanzen erleben. Ja, hier kommt jetzt die Finanzerfahrung ins Spiel. Denn Metaverse geht es eben wirklich darum, wenn du jetzt heute da rausgehst, ja, und willst dich über jegliche Produkte, aber im Speziellen jetzt Finanzprodukte informieren, gehst auf verschiedene Webseiten, dann kannst du dort nachlesen, aber alles passiert eben 2D, ja, auf dem flachen Bildschirm. So, bei uns wirst du in der Lage sein, komplett einzutauchen in die Welt, ja, wir sehen es gleich noch, du kannst dich dort umschauen, du kannst in die Gebäude reingehen, mit anderen Berater-Avataren dich austauschen, denen Fragen stellen, ja, und dir die Produkte dort in der virtuellen 3D-Welt erklären lassen. Und so wird das Ganze dann aussehen. Jetzt zoomen wir mal rein in eines der Gebäude. Das ist jetzt unser Vault, wie es von innen ausschaut. Und so wäre es dann auch für dich. Wenn du dir die VR-Brille aufsetzt, ich erwähne es einmal mehr, am Wochenende, am Sonntag, hättest du dazu ganz konkret die Möglichkeit, wenn wir in Zürich vor Ort sind, in der Schweiz, komm uns da besuchen. Auch dort wird es die Gelegenheit geben, dass du selber einmal eintauchen kannst, denn wir haben bereits heute die erste Vorabversion, wo wir den Leuten schon in der Lage sind zu zeigen, so wird es später einmal aussehen bei uns. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt von einem Video, das ist insgesamt 4 Minuten lang, kannst du dir in der kompletten Länge auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Aber schauen wir hier einfach mal, das ist einer der Mitarbeiter von ImmersFX. Er hat jetzt hier diese VR-Brille auf und hier auf dem Bildschirm neben ihm siehst du in dem Video, was er aktuell live dort sieht innerhalb der VR-Brille. Ja, und jetzt achte mal darauf, wie er den Kopf nach links und rechts neigt und wie sich dann auch das Bild bewegt. Das ist Virtual Reality, ja? Also wie das alles auch verzahnt ist und funktioniert. So, jetzt sind wir im Vault-Gebäude drin, wo wir eben das starre Bild dazu gesehen haben. Ja, und
So wird das Ganze dann später aussehen und stattfinden. Also du kannst wirklich mittels VR-Technologie hier komplett eintauchen und eben, wie gesagt, Finanzen erleben. Und jetzt möchte ich noch mal kurz zurückspringen hier an den Anfang und eine andere Sache nebenbei erwähnen. Und zwar achte mal hier drauf. Siehst du diese ganzen Werbeplätze? Und jetzt zähl mal eins und eins zusammen. Wir sind gerade noch am Anfang, aber du kennst es aus jeder größeren Stadt, ja, wo es dort auch Werbeplätze gibt überall. Je mehr Leute dran vorbeilaufen, je teurer sind diese Werbeplätze. Und jetzt denk mal ein, zwei Jahre weiter, wenn unser Metaverse entsprechend eine Besucheranzahl hat und Unternehmen in der Lage sein werden, hier ihre Werbung zu platzieren, was das denen wert sein könnte. Und du als virtueller Landbesitzer könntest unter Umständen an solchen Werbeeinnahmen später mit daran beteiligt sein. Also das mal auch nebenbei erwähnt im Hinterkopf zu behalten, wobei eigentlich das mit eines der primären Ziele ist. Aber Stand heute geht das erstmal anders los und damit kommen wir jetzt zum nächsten Teil unserer Präsentation, nämlich unsere Produkte. Was ist es denn, das du heute bereits nutzen kannst? Ja, zum einen ist es eben das virtuelle Land und wenn wir jetzt hier mal schauen, was sind denn unsere Schritte in Richtung Metaverse? Also ich mache es mal von hinten nach vorne. Nächstes Jahr, im zweiten Quartal 2024, ist das Ziel, unsere komplette 3D-Version, also wirklich die virtuelle Welt, fertig zu haben. Und wir haben es eben schon gesehen, im Ansatz ist sie ja schon da. Da geht es jetzt einfach darum, wirklich das gesamte Metaverse, die gesamte Jim Street Insel ja, fertigzustellen. Sodass du dich auch überall komplett dort frei bewegen kannst. Ende dieses Jahr wollen wir das bereits so weit fertig haben, dass man es Geschäftspartnern, also im B2B-Bereich, nutzen kann, ja, um potenziellen Geschäftspartnern, die hier mit ihrem Geschäft bei uns einsteigen, sich anschließen wollen, denen zu zeigen, hey, guck mal, so wird es dann aussehen, ja, wenn du dein Geschäft hier im Metaverse vorstellst. Und wir sind natürlich fleißig dabei, in der Zwischenzeit auch schon mehr und mehr Nutzer zu akquirieren, ja, und so beide dann zusammenzuführen. Auf dem Weg dorthin, damit es nicht allzu lange dauert, ja, und ihr nicht allzu lange warten müsst, bis die 3D-Version fertig ist, wird es eine 2,5D, nennen wir das, also wie eine Vogelperspektive. Wer früher mal SimCity gespielt hat, der kennt diese Ansicht. Und so hast du zumindest dann schon mal aus der Perspektive eine erste Möglichkeit, hier ein Stück weit einzutauchen und eine Vorstellung dessen zu entwickeln, wie das Ganze hier aussehen wird. Und was wir heute schon haben, ja, was heute bereits live ist, ist unsere 2D-Version, wo du hier auf die Karte gehen kannst, kannst dir dein Stück Land aussuchen oder auch einen größeren Bereich. Ja, diese kleinen grünen Quadrate hier, das sind die noch verfügbaren Landparzellen und hier alles, was blau gefärbt ist, ist bereits vergeben. Ja, die sind bereits verkauft worden und hier siehst du zum Beispiel auch, hier hat Airbank sich platziert und dieser Bereich um Airbank herum ist also gleich am Anfang direkt als erstes weggegangen. Und ja, dann kommen wir auch schon zu den Landparzellen. Ja, das ist das erste Produkt. Wir hatten es ja bereits erwähnt, das Fundament von jedem Metaverse ist das virtuelle Land. Und in unserem Fall kannst du Stand heute eine Landparzelle für gerade mal $116 erwerben. Ist jetzt nicht gesagt, dass es bei uns später auch mal Millionen wert sein wird, aber dass es mehr wert sein wird als heute, das ist nahezu gesichert. Ja, im Grunde ist es sogar gesichert, denn da springe ich mal kurz rüber hier in den Browser. Wir haben ja den Parcel Price Index, also hier unseren Landparzellenpreisindex. Das heißt, immer wenn wir bestimmte Meilensteine erreichen, ja, als wir 10% Landparzellen verkauft haben, angefangen haben wir nämlich mit $100, ist der Preis automatisiert auf $116 gestiegen. Bei 25% steigen wir automatisiert auf $144, dann auf $209. Und sobald wir 75% erreicht haben, werden die restlichen 25% dann für $301 verkauft werden. Das heißt, wer heute mit $116 einsteigt, hat definitiv mal noch einen guten Deal gemacht. So viel ist sicher. So, und am Anfang hat jede Landparzelle 4 NFT-Slots. Du kannst aber auch ein Upgrade ausführen und dann die Anzahl auf 10 erhöhen. Was hat es mit diesen NFT-Slots auf sich? Und zwar kannst du bereits heute dein Land nutzbar machen, indem du dort virtuelle Miner platzierst. Ja, unser erstes Produkt, das es dir erlaubt, während du noch darauf wartest, ja, dass die Nutzeranzahl sich erhöht, dass wir mehr Businesspartner reinholen, dass wir wachsen mit dem Metaverse, bis die 3D-Welt fertig ist, kannst du dein Land bereits heute nutzen, um passives Einkommen zu generieren. Nämlich ganz einfach dadurch, dass du virtuelle Miner erwirbst, die kannst du dann deinem Land
hinzufügen, ja, 4 Stück standardmäßig, oder du führst noch ein Upgrade aus, dann kannst du bis zu 10 Miner platzieren und die generieren dann unseren Gymnet-Token als Belohnung, ja, folgen einem sogenannten Minting-Kalender und dementsprechend bekommt jeder Tag für Tag ein passives Einkommen ausgezahlt, einfach dafür, dass du dir ein Stück Land kaufst, dass du Miner kaufst und auf deinem Land platzierst. So, und jetzt in dem Zusammenhang möchte ich gerade nochmal hier rüberspringen in den Browser. Denn da möchte ich noch mal etwas erwähnen, um noch ein bisschen mehr Kontext herzustellen für euch. Wie bereits erwähnt, es geht eigentlich primär um das Land. Ja, und die Miner sind einfach ein Produkt, das du heute schon nutzen kannst. Wir werden aber gleich noch sehen, dass die nächsten Produkte auch bereits jetzt schon in der Pipeline sind. Ja, aber wir hatten es ja gerade gesagt, dass unser Team gerade vor Ort ist in Dubai. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, nehmen wir doch mal Dubai einfach mal als reales Beispiel dessen, um euch mal bildhaft, ja, zu vergegenwärtigen, was eigentlich jetzt hier gerade dabei ist zu entstehen. Hier hat bei Travel Triangle, haben wir einfach mal gesucht, ja, Entstehung Dubai gestern, heute, gibt es verschiedene Webseiten, die auch die Idee hatten, mal gegenüberzustellen. Ja? Alte Fotografien haben sie sich rausgesucht und dann dieselben Orte, wie sieht es dort heute aus? Und zum Beispiel hier Sheikh Zayed Road 1990, ja, das ist gerade mal 33 Jahre ist das her, da war Wüste. Ja? Gut, ein paar Hochhäuser standen hier schon, aber ansonsten war da nicht viel los. Ich schätze mal, hier war das Land noch deutlich günstiger, als wenn du... Also ich schätze mal, jetzt damals konntest du ein Stück Land wahrscheinlich günstiger werben. Ich denke mir das jetzt gerade aus, das habe ich nicht recherchiert, ja, als heute alleine eine Wohnung in einem dieser Hochhäuser, die hier stehen, an demselben Ort wert ist. Ne? Aber ich nehme an, du kannst mir folgen und das ist letztendlich das, worum es geht. Wie kommt diese Wertsteigerung zustande? Nun ganz einfach dadurch, hier wird Raum erschaffen, ja, die Gegend wird interessant gemacht, es kommen mehr und mehr Leute dorthin, ja, und aus dem Grund wächst das Ganze, entwickelt sich. Und hier kann man sehen, das hat hier innerhalb von 30 Jahren stattgefunden in Dubai in der realen Welt. Das heißt, diese Häuser, da musste tatsächlich, es mussten Baumaterialien rangekarrt werden, es mussten Bauarbeiter rangeholt werden, ja, um das Ganze hier tatsächlich realisieren zu können. Jetzt aufs Metaverse übertragen. Wir haben unser hauseigenes Entwicklerteam, wir haben unsere hauseigene Metaverse Company, die für uns exklusiv, ja, die ganzen visuellen, die Gebäude erschafft, die ganze virtuelle Welt für uns erschafft. Das, was hier 30 Jahre dauert, nun, das haben wir, wie gesagt, bis Mitte 2024 werden wir das komplette Metaverse am Start haben. Und ab da geht es dann nur noch darum, die Nutzeranzahl zu erhöhen und weiterhin neue Partner reinzuholen, Produkte rauszubringen und so weiter. Ja, und das ist eben genau das. Und jetzt übertrag das Ganze mal. Wir hatten auch darüber gesprochen, wie die Nutzeranzahl, ja, was Virtual Reality angeht, bis 2024 werden wir bei 100 Millionen angekommen sein. So sind die Hochrechnungen. Ja, und jedes Jahr verdoppelt sich das. Und wenn eben nur ein Anteil dieser Nutzer sich auch bei uns in Gym Street tummelt, wir hatten kurz erwähnt, ja, die Tatsache, dass dort auch Werbeplätze zu buchen sein werden und. Was könnte das jetzt wie könnte sich das auf den Wert des virtuellen Landes dort auswirken, ja, und zwar auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, wir haben nur 210.000 Stück Landparzellen verfügbar, wenn die verkauft sind, ist Schluss. Auch wichtig, auch wenn es eine virtuelle Begrenzung ist, ja, es ist wichtig, eine Verknappung zu haben, denn nur aufgrund dessen kann das Ganze dann später auch im Wert steigen, ja, das ist eben das langfristige Ziel und ihr habt heute die Möglichkeit, hier jetzt in einem frühen Stadium hier einzusteigen und euch euer Stück Land zu sichern, ja, wenn wir einfach mal raufgehen auf die Karte, kann man das hier auch mal live sehen, wir hatten es eben nur auf der Präsentationsfolie gesehen, ja, das ist hier unsere Gym Street, unser Metaverse und hier hast du die Möglichkeit, dir dort dein Stück Land zu sichern. Und das ist definitiv das, wo die Reise hingeht. Ja, also Metaverse, virtuelles Land und bei uns jetzt bedienen wir auch noch eine konkrete Nische als Finanzdistrikt im Metaverse. Die meisten anderen sind mehr fokussiert auf Spiele spielen. Leute kommen dahin, wollen sich lustige Gebäude bauen und sonst was machen, zum Beispiel ein Casino und so weiter. Bei uns kommen die Leute, weil sie ein ganz konkretes Interesse für eine konkrete Nische, nämlich Finanzprodukte haben. Jetzt stell dir mal vor, welchen Wert hat das für die Anbieter dieser Produkte? Ja, also du kommst hier von Hölzchen auf Stöckchen, aber ich denke, ihr könnt mir jetzt schon soweit folgen.
Und jetzt spinn das Ganze mal 1, 2, 3 Jahre weiter und stell dir einfach mal vor, wo wir dann sein werden. Und jetzt nochmal zurück hier zu diesem Vergleich hier mit Dubai. Hier zum Beispiel die Dubai Marina. Das ist ein Vergleich 2000. Also hier geht es sogar nur um 20 Jahre. Schau mal, was hier entstanden ist. Hättest du zu der im Jahr 2000 auch nur ansatzweise geahnt, was 20 Jahre später dort mal, wie sich dieser Bereich dort entwickeln würde, hättest du dir hier ein Stück Land gesichert, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest? So, und jetzt bist du hier im Webinar und hörst ganz konkret, ja, was ist denn unser Plan hier, ja, das den Finanzdistrikt im Metaverse zu schaffen? Du weißt heute schon, was hier passieren wird. Du kannst schon ganz klar die Zukunft voraussehen, weil wir es dir sagen. Ja? Hier diejenigen konnten das erahnen, aber nicht mit Sicherheit wissen. Nun, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, würdest du das sicherlich tun und die Gelegenheit dort ergreifen. Hier ist es jetzt ein kleines bisschen so ähnlich, nur dass wir uns hier an diesem Punkt befinden, in dem Wissen, dass die Reise hier hingehen wird. Definitiv, weil es konkret das ist, woran wir heute bereits arbeiten. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Auge auf die Zeit haben, um mich hier nicht darin zu verlieren. Aber das war einfach nochmal ein wichtiger Aspekt, euch das hier mit zu vermitteln. Und hier kannst du auf der rechten Seite nochmal sehen, das ist hier ein Screenshot von einem Crypto-Wallet, wo dann die NFTs kannst du dort auch entsprechend sichtbar machen, indem du einfach die Token-Adressen dort importierst. Und du siehst dann ganz genau, okay, ich habe hier zum Beispiel 2 Landparzellen als NFT und 14 meiner NFTs in meinem Wallet. Und damit hast du eben das den Besitz, ja, die Eigentumsrechte bei dir. Und das kann dir übrigens auch keiner wegnehmen. Auch wir als Plattformbetreiber haben keine Möglichkeit. Im Grunde sind wir genau das, der Plattformbetreiber. Wir stellen sie euch zur Verfügung. Aber das ist eine der Vorteile von der Web3-Technologie. Also, dass du dich mit deinem eigenen Wallet bei uns verbindest, bist du zu jeder Zeit in der vollen Kontrolle. Du bist dein eigener Herr über deine Finanzen. Das heißt, du verbindest dich mit der Plattform. Wir haben keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen, denn du bist derjenige, dem die Wallet gehört, ja, du verbindest dich und wenn du jetzt NFTs erwirbst, sind die auch fest mit deinem Wallet verknüpft. Wenn du sie dann beanspruchst, landen die auch bei dir in deinem Wallet und du verbindest dich dann mit unserer Plattform und das ist letztendlich eigentlich das Frontend, ja, um damit zu interagieren, aber das Eigentum liegt zu jeder Zeit bei dir und du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle darüber. So, und jetzt möchte ich weiterkommen zum nächsten Punkt hier. Und zwar hast du auch die Möglichkeit, als Geschäftspartner hier einzusteigen. Ja, wir haben bereits gesagt, eine große Zukunft, die vor uns liegt hier. Und du kannst auch dort mit dabei sein. Und zwar haben wir ein Affiliate-System, auch auf Blockchain-Basis hier integriert. Läuft auch alles mittels Smart Contracts, vollautomatisiert. Sprich, in dem Moment, wo du einen Partner wirbst, ja, und der meldet sich über deinen Partnerlink bei uns an und erwirbt dort Land und Miner, bekommst du eine Direktprovision vollautomatisiert direkt in dein Wallet in dem Moment, wo der Kauf stattfindet. Alles Smart Contract gesteuert. Ja, also selbst wenn wir wollten, wir hätten keine Möglichkeit zu cheaten. Ja? Das auch nochmal als zusätzlichen Sicherheitsaspekt für euch. Alle Smart Contracts sind voll auditiert. Wir haben unser hauseigenes, fest eingestelltes Entwicklerteam, unsere Metaverse Company, ja, die also riesen Know-how hat, wie wir gesehen haben, die für uns das Metaverse erschaffen. Und all diese Dinge, ja, zähl einfach mal eins und eins und eins zusammen und überleg dir mal, wo hier die Reise hingeht, ja, und wir sind also, wie du sicherlich auch mitbekommst hier, wie begeistert ich darüber spreche, wir sind definitiv mit Herzblut hier dabei und verfolgen fest das Ziel, hier etwas Großes mit euch gemeinsam zu erschaffen und du hast die Möglichkeit, hier mit dabei zu sein, denn unser Wachstumsmodell, das wir primär nutzen, statt selber rauszugehen und Investoren zu finden oder Werbung zu schalten, nutzen wir Affiliate Marketing. Ja, das heißt, du kannst jetzt rausgehen als Geschäftspartner für GymStreet, indem du unseren Affiliate-Plan für dich nutzt. Insgesamt werden 68% aller Einnahmen ausgeschüttet an die Affiliates. Ja, 42% davon fließen in den Direktprovisionsplan, wie du hier sehen kannst, der sich über 25 Ebenen hinweg erstreckt. Sprich, du kannst über 25 Ebenen eine Teamstruktur aufbauen. Du wirbst jemanden, der wirbt wiederum jemanden, bist du auf Ebene 2, der wirbt wiederum jemanden, bist du auf Ebene 3 und jedes Mal verdienst du ein paar Prozent mit an den Verkäufen, die dort stattfinden. Ja, und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, sich an diversen Pools
und Bonis und Leadership Incentives hier und ein Incentive Leadership Bonus hast du auch noch die Möglichkeit, an dem globalen Einkommen, an dem globalen Umsatz mit beteiligt zu sein. Und einen dieser Global Incentives hier möchte ich einmal gesondert hervorheben, und zwar ist das unser Global Line Bonus, und zwar deswegen, weil der für jeden Einzelnen von euch interessant ist, weil hier hast du die Möglichkeit, an Käufen, die nach dir stattfinden, daran mitzuverdienen, eine Provision zu verdienen. Ja, der Global Line Bonus ist insgesamt 90 Tage aktiv, und ich denke, das Einfachste ist es, tatsächlich sich das auch mal live im Dashboard anzuschauen, wie das dort aussieht. Ich habe hier einfach mal beispielhaft ein Beispiel-Wallet dort verknüpft, das auf der Position 258 eingereiht wurde. Was soll das heißen? Ja, Global Line. Es ist einfach eine Linie. Und jedes Mal, wenn jemand Neues hinzukommt, indem er sich durch einen NFT-Kauf im Wert von $100 dafür qualifiziert hat, das ist die Mindestvoraussetzung, um dort an dem Global Line-Bonus mit beteiligt zu sein, wirst du einfach eingereiht an der nächsten freien Position. Und ab da verdienst du mit an allen, die nach dir eingereiht werden. Das heißt, wer früher schon dabei war, verdient logischerweise mehr Global Line-Bonus als die, die später kommen. Aber trotz allem, das Ganze läuft jetzt hier noch weitere 47 Tage. Das heißt, man hat jetzt hier gute anderthalb Monate noch die Gelegenheit, an diesem Global Line Bonus daran mitzuverdienen. Und das ist einfach mal ja eine geniale Sache, was es für jeden interessant macht, nicht nur für die aktiven Affiliates unter euch. So, und jetzt möchte ich mal diese Folie, die werden wir nur kurz anreißen. Falls du als Affiliate hier durchstarten möchtest mit GymStreet, hast du mehrere Möglichkeiten, die wir dir hier aufzeigen. Zum Beispiel wäre der reguläre Start, du kaufst dir eine Landparzelle, findest zwei Partner, die dasselbe tun, wärst dann schon mal auf Level 2 im Affiliate-Plan. Machst du das Ganze über den Bundle-Start, sprich du kaufst dir unser Basic Bundle, das ist eine Kombination aus einer Landparzelle und vier Minern dabei. Ja, gibt es für $301 und du bekommst zwei neue Partner dazu, die jeweils dasselbe machen, wärst du schon auf Level 3 in unserem Affiliate-Plan. Du hast aber auch die Möglichkeit, den Turbo-Start für dich zu nutzen. Das heißt, wir haben bestimmte sogenannte Super-Bundles für dich geschnürt, die werden wir uns gleich noch anschauen. Und ein Vorteil, der da noch zusätzlich mit hinzukommt, ist der, dass du allein durch den Kauf des Super-Bundles automatisch Ebenen überspringen kannst, ohne dass du Teamumsatz generieren musst. Ja? Was bedeutet das, wenn wir nochmal kurz hier zurückspringen? Wir haben eben verschiedene Qualifikationsanforderungen für den Affiliate-Plan und eines davon ist Teamumsatz. Ja, du musst also einen gewissen Mindestumsatz mit deiner Teamstruktur erzielen, um eben die nächsten Ebenen zu erreichen. Und mit Hilfe unserer Super-Bundles kannst du eben vom Start weg diese Ebenen überspringen bis zur Ebene 22. Wenn du allerdings dann auf die Ebene 23 weiterkommen möchtest, gut, da musst du dann wiederum den Teamumsatz erzielen. Allerdings kannst du das vom Start weg über 22 Ebenen hinweg tun. Ja? Und hier sind einfach mal unsere Superbundles als Übersicht aufgeführt mit den gesamten Vorteilen, die dort mit drin sind. Und hier hast du einfach die Möglichkeit, massiv zu sparen, ja, im Vergleich zum regulären Preis. Und der NFT-Turbo ist eben auch dort mit enthalten. Und im Falle unseres größten Superbundles hier bedeutet das, dass du einfach mal auf Ebene 22 direkt von Anfang an durchstarten kannst. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf unsere Neujahrs-Promotion, die aktuell läuft, haben wir hier in dieser Übersichtstabelle mal zusammengefasst, und da nehme ich wieder jetzt mal als Beispiel das Superbundle R22, ja, unser Flaggschiff, wenn du es so nennen willst, raus, was normalerweise, wenn man die darin enthaltenen Landparzellen, Miner und auch Upgrades zum regulären Preis erwerben würde, kostet das aktuell $28.440, weil die Landparzellen jetzt zum jetzigen Preis bei $116 mit einkalkuliert sind. So, wenn du das einfach nur als Bundle erwirbst auf unserer Plattform, geben wir darauf normalerweise schon, der Current Discount, 35,2%, also rund 35% Rabatt. So, das heißt, du kannst das Ganze für $18.433 erwerben statt für den regulären Preis. Jetzt im Zuge unserer Neujahrspromotion, die nochmal verlängert wurde bis 6. Februar, bekommst du zusätzlich zu diesen 35% nochmal weitere 25% obendrauf. Ja, das ist also bis zu 25%. Man sieht hier, dass tatsächlich die 25%, die gibt es auf das größte Super Bundle. Alle anderen Bundle bekommst du mit 20% Rabatt, was auch schon enorm ist. Ja? Und jetzt hast du die Möglichkeit, das Ganze zum Preis von nur 11.000
323 sind es. Warte, wir können das hier nochmal im Dashboard uns live anschauen. Das ist eigentlich sowieso am besten. Ja, hier kann man das mal schön sehen. Das heißt, in Summe sparst du 60%. Du bekommst das Ganze für weniger als die Hälfte wie der reguläre Preis. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, haben wir noch ein weiteres Highlight für euch. Denn wir hatten es, ja, weil du bei der meiner Folie genau aufgepasst hast, da haben wir dir gezeigt, 55% ROI, ja, Return on Invest kannst du erzielen. Sprich, wenn du dir heute deine Miner kaufst, bezogen auf den Preis der Miner und den aktuellen Token-Reward-Preis, den der Gymnet-Token zum jetzigen Zeitpunkt hat, liegst du bei zwischen 50% und 60% ROI, was an sich schon ein sehr guter Wert ist, ja. Aber dank der Neujahrspromotion, wenn man sich das mal ausrechnet, mit dem jetzigen Preis, 11.323, also hier steht zwar BUSD, das ist der Stablecoin, der hat denselben Wert wie der US-Dollar, ja. Und du nimmst einfach nur mal die 360 Miner, die hier im Bundle enthalten sind, und wir ignorieren einfach mal, dass dort auch 90 Landparzellen und 25 Upgrades enthalten sind, und schauen uns nur die 360 Miner an, teilen jetzt mal den Gesamtpreis durch die Anzahl der Miner, dann kommst du darauf, dass ein Miner statt $50, was er normalerweise kostet, jetzt nur noch $31,45 kostet. Und wenn man das jetzt als Bezugsgröße nimmt, ja, um den ROI zu ermitteln, dann hast du ein ROI, der über 91% oder 92% sind es. Ja? Also mehr als 90%. Das heißt, du hast den mal fast verdoppelt in dem Zusammenhang. Und wenn jetzt noch unser Tokenpreis steigt, ja, denn der ROI ist also basierend auf den Minern und dem Tokenpreis berechnet, dann ist der noch mal höher. Ja? Dann bist du schnell bei 100 oder sogar über 100%. Und da habe ich hier unten nochmal das Bundle aufgeführt. Irgendwie ist hier leider die sind ein bisschen verrutscht. Aber nicht so wild, damit man es nochmal direkt, ja, sehen kann hier. Also alleine, was man schon spart, ja, im Kaufpreis hier, diese 60%, und was du dafür alles bekommst, und wer dann auch noch vorhat, hier als Affiliate durchzustarten, kann von Anfang an 22 Ebenen einfach mal direkt freischalten und sofort Provisionen über alle Ebenen hinweg verdienen. Und dann hatten wir auch schon erwähnt, Es ist ja nicht nur Land und Miner, das sind einfach mal die ersten Produkte, die wir jetzt schon am Start haben, womit du direkt loslegen kannst. Aber was in den kommenden 1, 2, 3 Wochen jetzt hier auch an den Start gehen wird, so ist der Plan, im Zusammenhang damit, dass wir die Plattform auch umstellen werden, dass man nicht mehr sein Wallet immer verknüpfen muss, um sich zu registrieren, sondern es wird eine vereinfachte Registrierung geben mittels Nutzername und Passwort oder auch mit Social-Media-Konten. Und damit werden wir dann auch unsere Cash-FT-Karte launchen. Ja, das ist eine Crypto-Card, also eine Debit-Karte, die du mit Kryptos aufladen kannst, natürlich dann auch mit dem Gymnet-Token, den du mit unseren Minern hier als Rewards verdienst, und kannst dann damit einfach überall, wo Mastercard akzeptiert wird, bezahlen. Ja? Hast aber darüber hinaus auch bei uns die Möglichkeit, die wie ein normales IBAN oder SWIFT-Konto zu verwenden. Das heißt, du kannst normale Banküberweisungen machen damit in mehreren verschiedenen Währungen, Fiat-Währungen wie Euro, US-Dollar und so weiter. Aber natürlich auch mit den Kryptowährungen. Das ist ein geniales Produkt, was auch außerhalb, ja, von Jim Street immer gefragt ist. Also solche Kryptokarten sind grundsätzlich immer gefragt. Das heißt, wir haben hier auch noch ein Produkt, mit dem man extern werben kann, ja, Kunden, Kundschaft werben kann, die einfach an diesem Produkt Cryptocard interessiert ist. Und wenn wir sie dann launchen, werden wir auch die weiteren Details dazu bekannt geben, denn hier hängt noch einiges mehr mit dran. Ja, wir hatten es ja gerade gesehen, wir nennen das Ganze NFT Lifestyle Karte. Da wird es dann auch NFT Gewinnspiele geben im Zusammenhang mit der Karte. Ihr werdet exklusives Land, das nur für Karteninhaber bereitgestellt wird, bekommen, alleine nur dafür, dass ihr eine dieser Karten erwerbt und nutzt. Und dann später im Laufe des Jahres werden wir dann auch noch das World Stake Center hier an den Start gehen. Das ist einfach mal eine Möglichkeit, wo diejenigen von euch, die schon Kryptos halten, habt ihr die Möglichkeit, die dort einzuzahlen und bis zu 20% APR dort zu verdienen, statt sie also einfach nur in eurem Wallet zu halten und darauf zu warten, bis der nächste Bullrun kommt, ja, nach dem nächsten Bitcoin-Halving und sie wieder im Wert steigen, könnt ihr in der Zwischenzeit einfach mal bis zu 20% auch noch darauf verdienen. Also noch eine zusätzlich feine Möglichkeit, hier zusätzliche Profite zu generieren. Und natürlich auch ganz wichtig, auch hier wieder die Möglichkeit, Provisionen zu verdienen. Und dann auch noch in dem Zusammenhang hier erwähnenswert unser Buy-and-Burn-Mechanismus, denn
mit allen Umsätzen, die wir generieren auf unserer Plattform, gehen wir auch immer einen Teil in unseren Buy-and-Burn-Mechanismus. Und den möchte ich euch auch einmal kurz hier zeigen. Und zwar kann man das hier sehen in unserem Dashboard, ja, Buy-and-Burn. Was hier passiert, im Wesentlichen ist ganz einfach das, dass ein Prozentteil, ein Anteil von jedem NFT-Kauf wird immer genutzt, um automatisiert unseren eigenen Token zurückzukaufen und zu verbrennen. Das heißt, wir reduzieren, also im ersten Moment erzeugen wir einen Kaufdruck, ja, was sich preissteigernd auswirkt, und gleichzeitig reduzieren wir aber auch die Tokenmenge. Das heißt, langfristig gesehen, ja, spitzt sich das immer weiter zu. Reduzierte Tokenmenge und steigende Nachfrage aufgrund des Kaufdrucks, der durch unseren Buy-and-Burn-Mechanismus allein entsteht und nicht mal nur dadurch, dass auch Leute den Token kaufen, um auf die Preissteigerung zu spekulieren. Hier kannst du sehen, dass zum Beispiel, hier haben wir unsere Global Line gestartet, gibt es auch immer mal wieder so Peaks. Ja, das war hier zum Jahresstart, als wir mit der Neujahrspromo an den Start gegangen sind. Und seitdem siehst du hier einen kontinuierlichen Anstieg. Und dann möchte ich euch nochmal Folgendes zeigen, wenn wir einfach mal bei CoinMarketCap reingehen, ja, und unseren Gymnet-Token uns hier anschauen, gehen jetzt mal auf den Wochenchart, ja, und dann mal auf den Monatschart, kannst du sehen, hier, seit wir gestartet sind, Anfang des Jahres, hier am 2. Januar, haben wir einen kontinuierlichen Preisanstieg zu verzeichnen. Und das ist hauptsächlich auf den Buy-and-Burn-Mechanismus zurückzuführen, der einfach dadurch zustande kommt, dass jedes Mal, wenn irgendjemand NFTs erwirbt, nehmen wir einen Anteil der Einnahmen, nutzen einen Teil der Einnahmen und kaufen den eigenen Token und verbrennen ihn. Kaufen und verbrennen, Buy und Burn. Und das ist einfach mal auch noch für euch wichtig zu wissen, wenn man das jetzt nochmal auf die kommenden Monate und Jahre, ja, projiziert, kannst du dir denken, dass wir langfristig mit steigender Tendenz hier die Reise fortsetzen werden. Das heißt auch wieder, wer heute einsteigt, hat nicht nur den günstigen Einstieg, was den Landerwerb angeht, sondern du bekommst auch noch deine Gymnet-Tokens zu einem günstigeren Preis heute ausgeschüttet, was sich wiederum bei steigendem Preis langfristig zusätzlich positiv auf deinen ROI auswirkt. So, und jetzt abschließend noch, und dann haben wir es auch für heute schon so gut wie geschafft, wollen wir noch mal kurz die Schritte durchgehen für jemanden von euch, der jetzt komplett neu dabei ist. Ja, wie würdest du jetzt hier anfangen? Nun, aktuell, aus heutigem Stand heute, ist es noch so, dass du erstmal ein Kryptowährungswallet benötigst, um dich mit unserer Plattform zu verbinden. Das wird sich ändern. Ja, später kannst du für den Kauf ganz normal dich mit E-Mail, Passwort anmelden bei der Plattform und kannst auch mit Kreditkarte zum Beispiel die Land und Miner erwerben. Du benötigst dann erst das Krypto-Wallet, wenn du die NFTs konkret für dich minten, also beanspruchen möchtest, dass du auch dann der Besitzer dessen bist. Ja. Im zweiten Schritt benötigst du BNB und BUSD in deinem Wallet. Später wird es unter Umständen nur noch BNB sein, was das Beanspruchen der NFTs angeht, denn mit BNB bezahlen wir die Transaktionsgebühren auf der BNB Smart Chain, auf der Blockchain, auf der unsere Plattform hier läuft. Und aus Stand heute ist es eben noch so, dass du BUSD benötigst, um früh die Produkte zu bezahlen. Ja, wir hatten es hier ja schon mal kurz gesehen. Zum Beispiel hier, das ist das BUSD. Dafür brauchst du die. Das ist ein sogenannter Stablecoin, der an den Wert des US-Dollar geknüpft ist. Und als nächstes, sobald du das dann hast, wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt, wo du auch einen Sponsorlink dir besorgen solltest, idealerweise von der Person, die dich hier zum Webinar eingeladen hat oder die dich auf GymStreet aufmerksam gemacht hat. Dann bekommt derjenige dadurch die Möglichkeit, ja auch eine Provision zu verdienen. Und das ist auch derjenige, an den du dich dann immer mit deinen Fragen wenden kannst. Und dann wäre jetzt der Zeitpunkt erreicht, ja, wo du mit deinem Initial Invest starten kannst. Muss nicht unbedingt eine Landparzelle sein. Ja, das ist so das Minimum, das man braucht, um überhaupt zu starten. Du kannst natürlich auch direkt hier jetzt die Neujahrspromotion dir zunutze machen und mit unseren Superbundles sofort durchstarten und einfach mal hier bis zu 60% Rabatt abräumen für dich. Ja, und dann zu allerletzt sei nochmal erwähnt, unsere sozialen Medien. Du bist jetzt heute hier im Webinar mit dabei. Zum Beispiel wäre es sehr empfehlenswert, da gehe ich auch nochmal hier rüber. Das ist unser Linktree. Wenn du auf diesen Link dort klickst,
dass du dich hier bei Telegram registrierst. Wir haben eine deutsche Telegram-Gruppe. Dort kannst du dann auch folgen und bekommst immer alle Updates und Neuigkeiten Gym Street betreffend dort direkt mitgeteilt, auch auf Deutsch. Ja, wir haben auch einen Hauptkanal und dann ist es auch sehr empfehlenswert, wer auf Facebook unterwegs ist, folgt uns auf Facebook. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, Twitter und unbedingt, das möchte ich euch sehr, sehr ans Herz legen, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ja, alle Webinare, die wir aufzeichnen, laden wir immer dort bei YouTube hoch. Ja, wenn wir jetzt hier einfach mal draufgehen, Gym Street, hier siehst du es, da ist zum Beispiel auch nochmal unser Video von unserem Development-Team. Alle Webinare landen hier. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel auch Tutorial-Videos. Es gibt der Onboarding-Prozess komplett auf Deutsch beschrieben, ja, wie du ein Wallet installierst und dich damit bei Gym Street, bei der Plattform anmeldest, NFTs kaufst und so weiter. Kannst du dir hier alles anschauen. Hier ist nochmal das komplette Video von der VR-Demo, wo wir eben den Ausschnitt davon nur gesehen haben. Hier die Visual Effects, die Studio-Tour, wo der Claudio vor Ort war, in kompletter Länge. Also unser YouTube-Kanal ist definitiv allem voran zu empfehlen, dass du den abonnierst, um immer up-to-date zu sein, was hier so läuft. So Leute, dann möchte ich jetzt erstmal den offiziellen Teil damit abschließen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe sehr, dass wir in der Lage waren, euch einen Mehrwert zu liefern und ladet, wenn jeder von euch nur eine Person einlädt, nächste Woche hier mit dabei zu sein, dann haben wir schon die Teilnehmeranzahl verdoppelt und wenn wir das Woche für Woche für Woche so weitermachen, werden wir innerhalb von nur wenigen Wochen bei mehreren hunderttausend Teilnehmern sein. Mal angenommen, das würde tatsächlich so klappen. Also das nur mal dazu. Und dann könnt ihr euch schon ausrechnen, wenn jeder davon nur eine Landparzelle im Durchschnitt erwirbt, was das für den Preisanstieg unseres Tokens bedeutet, ja, und für die steigende Nutzeranzahl unserer Plattform. Also nochmals vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freue mich darauf, hier nächste Woche wieder durchzustarten, wenn es heißt Live-Webinar mit Gym Street.